Ja, moin liebe Freunde des Vampirismus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Legacy of Kain, Blood Omen bzw. Blood Omen Legacy of Kain. Wir hatten tatsächlich gestern sehr, sehr viel Story. Wir wissen jetzt unter anderem auch, warum wir dieses Zeitsprunggerät hatten, das wir ja damals von Lady Azimuth erbeutet hatten. Ja, und das hat uns jetzt in der Zeit zurückgeschickt. Auf Kosten des Gerätes selber, denn das Gerät ist kaputt. Ja. Heißt also, wir sitzen in dieser zurückgekehrten Zeitform fest. Macht aber nichts, weil wir kommen unserer Aufgabe, unserer Kernaufgabe damit einen Schritt näher, nämlich Nemesis aus dem Weg zu räumen, der ja das ganze Schlachtfest erst in Gange gesetzt hat. Ja, deswegen sind wir nochmal in diesem Dorf unterwegs. Nochmal plündern wir hier durch, so gut es geht. Ne? Um uns dann Nemesis zu stellen und diesen hoffentlich dann außer Gefecht zu setzen. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, man sieht jetzt auch, wir haben jetzt eine Phase. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich auch bald wieder einen Vollmond haben. Das heißt, es wird wohl bald wieder mal eine Secret-Phase geben. Beziehungsweise, ich bin schon am Überlegen, wir sind jetzt im fünften Part. Das heißt also, mit diesem Part kommt noch ein Part. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir dann sind. Ob wir dann schon tatsächlich bei Nemesis in der Festung sind. Weil ich würde die Vollmondphase nämlich echt gerne nutzen, um euch das letzte Secret zu zeigen, das auf Mondbasis beruht. Ihr kennt das Secret zwar schon, aber es ist ein sehr großes Secret, das weiß ich. Deswegen würde es dann nämlich auch länger dauern. Nehmen wir mal Werwolfgestalt an, dann geht das ein bisschen schneller. Hoppla. So, und hoch mit uns. Ja, das habe ich mir gedacht. Hier ist nämlich die Statue erst noch im Bau. Und statt ein Feldlager ist es jetzt eine komplette Stadt. Hier kamen wir nämlich nicht durch, Freunde. Da war nämlich eine richtig dicke, fette Mauer. Und davor standen rötliche Zelte. Und ihr seht, die Statue ist erst im Bau. Also die Statue ist noch nicht mal fertig. Also von daher... Aha, ich befand mich also im Reich Wilhelms des Gerechten. 50 Jahre vor der Schlacht, die ich gerade überstanden hatte. Ja, William des Gerechten. Wie war das mit gerecht? So lässt es sich doch am besten töten. Schön in Reihenfolge. Ah, schön. Erstmal gehen wir hier mal rein, mal gucken, was hier los ist. Ui. Jede Menge Damenbesuch, aber das war es dann auch schon. Nichts Interessantes. Schade. Kein Secret, kein gar nichts. Jetzt helfen den. Und tschüss. Aussaugen. Und tschüss. Die Tür ist zu. Hey, Victor! Und tschüss. Bey Victor! Und tschüss. So, die Türen sehen alle irgendwie geschlossen aus. Na, guck mal, diesmal kann ich auch nicht zur Seite gehen, ne? Also, das haben sie hier alles so ein bisschen umgebaut. Dass du da nicht rausgehen kannst. Die Türen sind aber... Oh! Bey Victor! Pfft.
Jetzt kannst du. So. Danke. Aber die werden sowieso gleich wiederkommen. Boah, Alter. Oh, genau. Ah, ich mag das. Schön kraftvoll. So. Gucken wir mal weiter, wo die nächste offene Hütte ist. Ne, die sind nicht offen, die sind geschlossen. Ah. Babe Victor! So viel dazu. Entschuldigung. Ah, wenn es wärmer wird, dann wird das vorbei sein, Freunde. Wenn wärmere Temperaturen herrschen. Alles über 10 Grad. Ne? Na, ob es hier ein Secret gibt, wage ich zu bezweifeln. Wage ich wirklich zu bezweifeln, deswegen gehe ich einfach mal gleich wieder raus. Na, Herr Lars, da gibt's ein Secret. Scheiße. Ja, dann ist Pech. Ich dachte gerade, mir rennt jetzt ein Soldat hinterher. Sind wir hier schon durch? Die meisten Häuser sind so... Boah, jetzt rennt mir einer. Ja, jetzt kommen sie alle. Genau. Auch leer. Gut. Da müssten wir ja jetzt inmitten des Gebiets von Nemesis sein, ne? Müsste ja eigentlich so sein. Weil vorher konnten wir da ja nicht rauf, weil ja halt diese dicke, massive Mauer vor war und das Feldlager. Ja, genau, die Mauer. Mhm. Ja, genau. Ach, guck mal, da ist sogar eine Höhle. Interessant. Mir scheint, wir sind jetzt inmitten des Gebietes von Nemesis. Kann das sein? Also ihr merkt schon, ich stecke nicht so tief in der Folklore von Legacy of Kain drin, muss ich dazu sagen. Hast du gerade deinen eigenen Kollegen eine reingezimmert? Das ist aber nicht sehr nett von dir. Aber es scheint tatsächlich so, dass wir jetzt inmitten der Domäne von Nemesis sind. Strohhütten inmitten des Winters, auch nett, ne? Oder? Hier gibt's einen Seitenarm. Wow! Sag mal, ist der. Habt ihr das gesehen, wie schnell der kam? Wie ein geölter Blitz einfach. Heidewitzka. Der war aber sehr motiviert. Ich will mal eben zur Seite gucken. Ah ja. Okay. Aber hier ist nur eine Höhle. Die andere ist dicht. Also richtig dicht. Babe Victor! Babe Victor! Ich will mich einfach nochmal ein bisschen umgucken gerade. Ach, das ist wieder so eine Mondhöhle. Ah. Hier war nämlich noch eine Höhle. Die war auch offen. Aber dadurch, dass wir jetzt halt in der Zeit zurückgereist sind, ist es natürlich nicht mehr. Und das ist jetzt eine Mondhöhle. Ja, super. Ist natürlich richtig toll, wenn du eine Mondhöhle hast und du hast kein Leuchtfeuer in der Nähe. Das ist jetzt natürlich richtig mies.
Aber wenn wir Glück haben, finden wir das sowieso per Secret hin. Dann ist das wahrscheinlich wieder eine Geisterschmiede oder was. Und dann ist das Thema eh durch. Hier der Soldat wieder. Ja, der fällt aber auch gleich diesmal instant um. Deswegen auch diese Hütten. Jetzt müssen wir auch woher diese Hütten kommen. Dass ihr mit diesem Fake Soul Reaver hier durch die Gegend rennt, finde ich nicht so lustig. Bewegen sich auch genauso wie er, ne? Also genauso wie Kain bewegen die sich. Und du hörst halt das Geräusch nicht. Weil beim Soul Reaver hörst du ja das Geräusch. Und der frisst leider unwahrscheinlich viel Magie. Die Festung Wilhelms des Gerechten. Nun war die Zeit gekommen, demjenigen einen Besuch abzustatten, der später Nemesis werden und Nosgoth in die Knie zwingen sollte. Ja. Seine Soldaten wollten ich auf jeden Fall schon mal einen Empfang nehmen, ja, doch. Eieieiei. Da ist eine Höhle. Da will ich mal hoch. Mal sehen, was das für eine Höhle ist. Dadurch, dass wir hier die Felsen bewegen können, können wir da auch hin. Nein! Wir kommen also von der anderen Seite raus. Weil warum sonst sollte der Stein davor sein? Dann kommen wir von der anderen Seite raus. Da will man nur nicht, dass wir da reingehen. Okay. Alles klar. Schade eigentlich. Sah so verführerisch aus. Okay. Seht euch das mal an, diese ganzen minimalsten Hütchen und dann dieser riesen Schuppen da einfach. William der Gerechte. Mhm, sehr gerecht. Gerecht genug jedenfalls, dass er uns erstmal einen Speicherpunkt vor die Nase setzt. Das finde ich schon mal sehr nett. Immerhin. Ein Speicherpunkt. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das heißt, wir können schon mal abspeichern. Aber dass da jetzt schon wieder eine Mondhöhle ist, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so lustig. Und wir haben auch keine Markierung, um da hinzukommen, ne? Das kommt halt auch erschwerend noch hinzu. Können wir jetzt einfach hier geradeaus weitergehen? Ja. Dann gehen wir einfach geradeaus weiter. William der Gerechte. Mhm. Sehr gerecht. So, erstmal alle Soldaten aus dem Weg räumen. Er hat übrigens auch eine Keule wie wir, der Soldat. Och Mensch. Kain, achte auf deinen Blutkonsum. Das klingt nach Falle, ja, das ist auch eine. Hey, Victor! Kann ebenso. Hier geht's weiter, oder was? Scheint so. Ich würde aber erstmal gerne den anderen Weg gehen. Wir haben ja gespeichert. Ich bin mal gespannt, welcher Weg der richtige ist. Zur Not bremst das Spiel uns schon aus, wenn das der falsche Weg ist. Wie es ja gerade eben auch schon der Fall war. Immer diese Jungs, die so schnell in den Tod reinrennen. Aha. Da wurde irgendwas betätigt. Wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Wenn das falsch ist, nehmen wir dann noch den anderen Weg.
Puh, ist das düster. Kommen wir nochmal zurück. Wir kommen nochmal zurück. Let's go. Okay. Also ein Weg wird ja wohl dann ein Secret sein, denke ich mal. Da kann ja nicht. Da können ja nicht alle Wege ein Secret sein. Erstmal Zauber erneuern. Ciao, Jungs. Macht's gut. Schön ausgetrickst. Es ist immer fies, wenn du zwei Durchgänge hast und du weißt nicht, wo du hin sollst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das denn? Hey, Victor! Ach, du ahnst es nicht. Die sind aber auch. Meine Güte. Hey, Victor! Ja, oder so. Na, irgendwelche Dämonen wieder hier, ja? Ach du Scheiße. Wie gemein ist das denn? Ich kann ihn nicht aussaugen, weil. Oh, es ist gemein. Einfach nur Deko, ich kann nichts machen. Also sobald ich mich enttarne, nehme ich so viel Schaden, dass ich das überhaupt nicht lohne. Also muss ich die da lassen. Ist das gemein, ey. Das ist wirklich mies. Wenn du gezwungen bist vom Spiel her, dass das Spiel dir sagt, nö. Du hast da zwar gefangen, die könntest du rein theoretisch mitnehmen, aber da ich das nicht will, dass du die mitnimmst, nö. Bleiben die einfach hier. Also schon. Das ist schon hart krass. Da können die leider noch so sehr happy kind Sir. Oder kind Sir rufen. Ich kann ihnen nicht helfen. Weil genau in dem Moment, in dem ich denen helfe, schade ich mir dadurch wesentlich mehr. Und das wollen wir ja nicht. Ist die Tür jetzt offen? Ja. Dachte ich mir schon. Wie komme ich da jetzt in diesem Bereich da? Hey, Victor! Aussaugen. So. Hey, Victor! Irgendwas hat es gerade geöffnet, ich weiß noch nicht was. Geht das hier unten weiter? Ja. Ah, sehr gut. Eine magische Kugel. Mich irritiert es jetzt schon, dass wir da gerade drei Bereiche hatten, die wir nicht betreten konnten. Ach, guck mal, und dann kommen wir im Grunde genau da raus, wo wir eigentlich hergekommen wären. Interessant. Also wäre ich da so oder so nicht großartig weit gekommen. Und da geht's dann weiter, oder was? Okay. Ja. Dann müssen wir den ganzen Weg jetzt zurücklatschen, damit wir von der anderen Seite auch noch kommen können? Was soll denn der Scheiß? Na gut. Machen wir es umständlich. Ja, rennen wir nochmal den ganzen Weg zurück, nur damit wir von der anderen Seite nochmal kommen können. Was für ein Quatsch. Aber das ist Lars. Willkommen bei Lars Viper. Mhm. Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du da hinkommen sollst. Ehrlich gesagt, ich kann da nur hoffen, dass es irgendwie ein externer Bereich ist, den ich nicht kenne, mit dem wir noch irgendwie reinkommen können. Ja,
Das ist echt ätzend, weißt du? Du hast da Leute, die rufen und rufen, Leute, denen du das Blut aussaugen kannst. Und du kannst es einfach nicht, weil in den Momenten, in denen du es machst, schadest du dir einfach deutlich mehr. Das ist halt dieser Schaden-Nutzen. Dieses Schaden-Nutzen-Ding. Ja. Ciao, Jungs. Nee. Ich komm nicht zurück, ey. Ja, tolle Wurscht. Am liebsten würde ich hier jetzt laden, ne? Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Deswegen renne ich jetzt einfach durch. Das tut mir jetzt leid, ich werde jetzt den Part ein bisschen verlängern. Dafür, dass ihr jetzt halt Sachen sehen musstet, die ihr schon kanntet. Ich will ja nicht ungerecht sein. Ne? Man nennt mich auch Lars der Gerechte. Also manchmal. Ganz selten im Moment mal. So. Aber nicht lange. Ich glaube, so 5 Minuten überziehe ich. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Also der Mond nimmt auf jeden Fall schon mal wieder zu. Och Mensch, jetzt hätte ich ihn aussaugen können. Genau dann ist er fertig. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ich zauber nochmal nach. Jo! Einfach 3 Krieger auf einmal kommen uns auf einmal entgegen. So. Fröhliches Sterben, meine Freunde. Und wohin führt uns das hier? Hey, Victor! Alter, wie viele Soldaten hier einfach rumrennen. So, ich schätze, damit haben wir den Ausgang jetzt auch geöffnet. Oder den Eingang viel eher geöffnet. Richtig? Müsste ja eigentlich. Ach, da ist schon wieder ein. Ja, super. The Heart of Darkness. Hat er mich gerade instant weggeballert? Alter, was? Ich muss zugeben, das kam jetzt sehr unerwartet. Scheiße. Das war jetzt echt heftig. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wieso komme ich jetzt nicht mehr raus? Hä? Was ist das denn? Ich komme einfach nicht mehr raus. Jetzt ist es richtig. Das war ja gerade... Oh. Unsere Blutleiste, meine Damen und Herren, war übrigens voll, ne? Ich möchte es nur mal hinzufügen. Die war voll. Ja, super. Super. Och. Aufgrund eines blöden Zufalls haben wir jetzt einfach unsere gesamte Leiste verloren. Das tut schon weh. Das tut wirklich weh. Och Mensch. Schlag jetzt einfach gar nicht mehr. Ich warte jetzt einfach, bis die schlagen und dann ist gut. Ehrlich.
ich da nicht hin? Nee. Du meine Güte. Was für eine Aufnahme schon wieder. Was für ein Comeback, echt. Meine Fresse. Und vor allen Dingen, hier sind auch sehr viele Schädel, die wir bereits aus dem Intro kennen. Also, ein wirklich sehr gerechter Herrscher. Mhm. Ja, ja, genau. Mal sehen, wohin uns einer der Gänge führt. Ja, danke. Ist das etwa einer der... Ja! Da wollte ich doch hin. Ach, das war eine Falle für uns. Ja, schön. Die hat ihm ja sehr viel genutzt. Ah. Ah. Sehr schön. Oh, hier gibt's Herzen. Und hier haben wir ein Herz zu viel. Ah, oh, scheiße. Okay, ein Herz brauchen wir. Ist aber okay. Können wir das mitnehmen. Sehr schön. Dann haben wir das also auch geklärt. Warum es so ist, wie es ist. Die Bereiche haben wir jetzt auch aufgeklärt. Und ich habe gleich keine Magie mehr. Ja. Seht ihr richtig. Was ziemlich scheiße ist. Aber liebe Freunde, ich werde jetzt den Part beenden. Ein Part steht uns noch bevor. Das heißt, wenn ich bis dato ein paar Speicherpunkte finde. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Legacy of Kain Blood Omen bzw. Blood Omen Legacy of Kain. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet und ich sage dann einfach euer Lassach, ciao, auf bald, bis bald und tschüss und vor allem bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund und bis dato, tschüss.